eine weitere Solarit-Probe erhalten. Okay. Gut, dass das so schnell geht, hatte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Fehlt mir immer noch. Upgrade durchgeführt. Ich versuch's mal hier, weil eine geht ja da lang. Der Strahl geht ja da lang. Des rohen Solarits gesammelt. Sie sind noch immer in einem hervorragenden Zustand. Das ist Ihr solltet sie euch anschauen. Jetzt vielleicht gerade nicht. Irgendwie, das passt gerade gar nicht. Seien wir schon mal hier. Verhilft uns zum Ruhm. Haha. Ja. Ihr seid zu spät. Ich verschaffe uns Zugang. Arbeitet rasch, Phasenschmied. Richtet den Disruptor auf ihre Position aus. Lasst sie brennen. Hallo? Ich habe seine Koordinaten. Container wird jetzt an Bord geworbt. War der Strahl aber vorher noch nicht dran. Ihr seid nicht so schwach, wie es den Anschein hat, Artanis. Wir werden uns wiedersehen. Die Richterwaffentechnologie ist sicher an Bord der Speer des Adun verstaut. Wartet, sie umfasst auch einen Kriegerprototyp. Ich muss das näher untersuchen. Einen Kriegerprototyp? Muhaha. Huh. Ja, und wieder ein bisschen was. Solarie-technisches. Sehr gut. Na dann zeig mal, was gibt's denn hier Leckeres? Ihr wolltet mich sprechen, Phasenschmied? Artanis, es tut gut, euch zu sehen, mein junger Exekutor. Phoenix? Was? Wie kann das sein? Alter! Der Richter-Prototyp wurde mit seiner geklonten Persönlichkeit ausgestattet. Ihr wart mit seiner ursprünglichen Persönlichkeit befreundet. Da dachte ich, nun ja, er glaubt, er sei aus seiner Stasis erweckt und zu einem Dragoner umfunktioniert worden. Das war er auch. Warum seid ihr hier, Phoenix?
Aldaris selbst gab mir den Befehl, nach Glacius zu kommen und den Templern zu dienen. Das ist der letzte Eintrag in seiner Erinnerungsmatrix. Die großen Templer wurden noch auf Befehl der Konklave inkodiert. Wisst ihr von den Experimenten, die auf Glacius durchgeführt wurden? Warum gab euch Aldaris diesen Befehl? Ich bin ein Krieger, alter Freund. Das wisst ihr besser als jeder andere. Es steht mir nicht zu, den Befehl eines Judikators zu hinterfragen. Er ist technisch hochentwickelt. Eine Adaniumhülle bestehend aus einem Trillik-Kompressionsgeflecht. Es scheint, als sollte er erst der Anfang einer Wiederbelebung des uralten Programms sein. Genug! Zu lange diente ich dem Willen der Konklave, als hier wie irgendein Tier untersucht zu werden. Ich bin ein Templer und endlich wieder mit meinem teuersten Freund vereint. Ist das nicht ein glorreicher Tag? Jo. Ja, klar. Ihr habt recht, natürlich. Karax, diese Tests sind nicht länger notwendig. Phoenix, willkommen auf der Speer des Adun. Wow. Aber der ist doch in einen Dragoner verwandelt worden. Also laut dem ersten Teil. Diese neuen Entwürfe für die Richter übertreffen jede Technologie, die unser Volk bisher hervorgebracht hat. Die Replizierungsdaten erlauben eine genaue Duplikation des Bewusstseins. Phoenix' Persönlichkeit könnte akkurat sein. Wie akkurat? Mehr als 99%. Es könnten also Diskrepanzen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wie viele Entscheidungen beeinflusst diese Abweichung über ein Leben hinweg? Wer wärt ihr, wenn ihr auch nur in 1% der Fälle eine andere Wahl getroffen hättet? Behaltet Phoenix im Auge. Wenn er uns helfen soll, dann will ich wissen, wer er ist. Genau. Ah, cool. Ihr und ich, wir haben mit unseren surrenden Klingen in zahllosen Gefechten Seite an Seite gestanden. Und nun führt ihr die Protoss an. Der bloße Gedanke daran erfüllt mich mit Stolz. Ich wurde von den verbleibenden Judikatoren und den Clans der Nerazim auserwählt, die Hierarchie zu repräsentieren. Ihre Wahl ehrt mich bis zum heutigen Tage. Tassadar ist bestimmt ebenfalls stolz. Tassadar ist tot, Phoenix. Er stellte sich mutig seinem Schicksal und opferte sich für sein Volk. Er bewahrte uns vor der Auslöschung. Was? Das kann nicht sein. Und Ajur? Ebenfalls verloren an die Zerg? So ist es. Wie lange war ich in Stasis? Wann wurde ich zum Dragoner? Wisst ihr etwas über das Richterprogramm, Phoenix? Selbstverständlich. Sie wollten die größten Geister der Templer replizieren. Am Ende waren es gefährliche Maschinen, die abgeschaltet werden mussten. Sie wurden zwar abgeschaltet, aber es wurde weiter geforscht. Wir haben weiterhin nach einem Weg gesucht, unsere größten Templer zu replizieren, diese uralte Technologie zu verwenden. Warum erzählt ihr mir davon? Wir sehen einem Krieg entgegen, der mit keinem zuvor geführten Krieg vergleichbar ist. Wir werden euch in den nächsten Tagen brauchen. Und vielleicht auch die Richter. Dann sind meine Klingen wie euren, alter Freund. Das wollt ihr hören. Das wollt ihr. So, wir haben wieder ein bisschen was. Aber das kann ich jetzt gerade nicht so gebrauchen. Nö. Na gut. Dann machen wir wenigstens das erstmal. Nutzen. So, Kriegsrat. Die hat nichts. Unsere Traditionen und Gesetze sind nicht bedeutungslos. Sie haben uns am Leben erhalten. Ja, das ist richtig. Wir haben neue robotische Unterstützungseinheiten erhalten, die ihr euch anschauen solltet. Okay. Protect. Stellschilde wieder her, genau, das kennen wir ja. Was macht der Induktor? Oh nö, das ist nicht so. Nee, ich bleib lieber hier bei. Was? Hab ich
ich noch. Karax konnte die robotischen Vollstrecker mit Hilfe der Daten von Glacius aktivieren. Setzt die Weise ein, Reich. Oh, tatsächlich. Vollstrecker. Der Feind wird gerichtet werden. Wird nach Tod wiederbelebt. Cool. Immer. Das ist cool. Was haben wir hier? Ach ja, ist sie wieder. Wo ist denn hier mein Bildschirm? Dieses Wiedersehen mit Phoenix löst verwirrende Gefühle in mir aus. Ich fühle Traurigkeit, obwohl ich eigentlich Freude verspüren sollte. Also was? Es heißt, der Krieger Phoenix starb durch die Hand der Königin der Klingen. Dies ist lediglich eine Simulation seiner Persönlichkeit. Doch sie erinnert euch an den Verlust, den ihr erlitten habt. Seine Stimme, seine Gedanken, sein ganzes Wesen. Er beschreibt gemeinsame Erinnerungen so lebhaft, so präzise. Mein Instinkt sagt mir, dass das mein Freund Phoenix ist. Doch mein Verstand weigert sich, das zu akzeptieren. Wir Nirazim denken oft darüber nach, ob wir einfach die Summe unserer Erfahrungen sind. Oder mehr als das. Eine innere Wahrheit, von der wir erfüllt sind. Wir werden bald erfahren, ob Phoenix seine eigene Wahrheit in sich trägt. Oder ob er nicht mehr ist als eine schlechte Kopie. Joa, werden wir sehen. Geht's denn? Wo können wir denn jetzt hin? Sagen wir mal so. Etwas später. Mein Solarkern war ich doch gerade eben. Oh Mann. Hierarch, ich erkenne nun die technologische Überlegenheit Excel Naga. Sie wussten, dass Energie, Essenz und Information alle eins sind. Untereinander austauschbar, veränderlich. Dann habt ihr herausgefunden, was Zeratul in diesem Schlüsselstein entdeckte? Ja, wenn ich es richtig verstehe, führt er uns nach Ulna. Was? Ulna? Dieser Ort ist ein Mythos, ein Reich aus zahlreichen Legenden. Die Heimatwelt der Xel'Naga. Ich glaube, dass der Schlüsselstein ihren Standort verrät. Zeigt mir wo, Karax. Da. Das kann nicht sein. Ich muss mich irren. Der altarische Riss? Das ist unmöglich. Nichts könnte inmitten solch gewaltiger Kräfte überleben. Ich habe versagt, Hierarch. Das denke ich nicht, Karax. Es heißt, die Xel'Naga kamen von einem Ort, an dem kein Leben möglich ist. Das deckt sich mit Zeratuls Prophezeiung. Wir werden dorthin reisen. Bereitet alles vor. Wenn dort kein Leben möglich ist, warum... Wie sollt ihr denn da ankommen? Also... Zeratul, viele hielten euch für verrückt. Ja. Und doch habt ihr einmal mehr den Weg klarer gesehen als wir alle. Der Schlüsselstein führt uns in den altarischen Riss. Nach Ulna, der Heimat der Xel'Naga. Es ist meine Bestimmung, eure Aufgabe fortzuführen, alter Freund. Ich werde die Xel'Naga erwecken und euer Vermächtnis ehren. Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen Flugeinheit, das ist ganz gut. Und einen hohen Templar können wir da auch kriegen. Zeratul hatte recht. Es ist Ulna. Seht, Matriarchen, die Quelle allen Lebens. So lange verborgen. Ja, aber warum? Also ich möchte jetzt ja vorsichtshalber nichts sagen, aber wenn da wieder Gegner auf uns warten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, tja... Da sind schon andere draufgekommen. Das wäre peinlich. Das wäre echt peinlich für die. Phoenix, ihr scheint betrübt. Verzeihung, Hierarch.
Ich habe über die Ereignisse nachgedacht, die mich hierher geführt haben. Ich habe entdeckt, dass meine Erinnerungen Lücken aufweisen. Schlachten, die in den Archiven des Schiffes aufgezeichnet wurden und an die ich mich eigentlich erinnern müsste. Was habt ihr gefunden? Aufzeichnungen über meine Niederlage bei Antioch und meine Wiederbelebung als Dragoner. Doch dieser Körper, es ist offensichtlich, dass ich kein Dragoner bin. Diese Aufzeichnungen verraten noch mehr, Phoenix. Aber was ihr herausfindet, könnte schmerzlich für euch sein. Ich bin gewillt, der Wahrheit ins Auge zu blicken, alter Freund. Wie schwer es auch immer sein mag. Dann hoffe ich, dass ihr die Antworten finden werdet, die ihr sucht. Such mal. Lasst ja Zeit. Es ist mir ein Rätsel, wie Zeratul vorhersehen konnte, dass uns der Schlüsselstein hierher führen würde. Mittlerweile ist es klar, dass dies sein primärer Zweck war. Zeratul war mit einem Ausdruck der Realität verbunden, der sich meinem Verständnis entzieht. Dieser Ort sollte nicht existieren. Er steht im Widerspruch zu allen wissenschaftlichen Gesetzen und den Grundfesten der Astralmechanik. Einst glaubte ich, wir Protoss hätten den Gipfel allen fassbaren Wissens erreicht. Ich war töricht. In dieser Galaxie existiert weit mehr, als das Verständnis der Protoss fasst, Freund Karax. Ja. Dieser Tatsache bin ich mir jetzt bewusst. Na Gott sei Dank, endlich sagt's mal jemand. Naja, guck's mal. Es fällt schwer zu begreifen, dass diese Welt unter uns tatsächlich Ulna ist. Die Heimat der Ihanri, der Xel'naga. Die Judikatoren vermuteten, dass die Xel'naga von Aiur zu einem solchen Ort zurückkehren. Man sagt, sie ruhten hier in einem äonenwährenden Schlaf. Zeratul glaubte, dass das Artefakt uns den Weg zur Hoffnung weisen würde. Die Xel'naga sind möglicherweise diese Hoffnung, von der er sprach. Den Legenden zufolge warten die Xel'naga dort unten darauf, von ihren Kindern erweckt zu werden. Dann lasst uns hoffen, dass die Legenden wahr sind. Okay. Hirach, es sieht so aus, als wäre der Empfang von Übertragungen innerhalb des Risses nicht möglich. Wir sind auf uns allein gestellt. Tja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das waren wir eigentlich bis jetzt dauerhaft. Aber ist ja nicht